Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wo ihr jetzt wahrscheinlich im Vergleich zur letzten Folge einen kleinen Cut sehen werdet, das daran liegt, dass ich gerade noch eine Grafikoption rumgedreht habe. Ich hoffe, dass wir jetzt weniger Ruckler empfangen. Was heißt empfangen? So, wir hatten am Ende der letzten Folge mitten reingelabert noch einen interessanten Gegenstand, den ich gerade mal hole. Da ist ein bisschen Kohle drin, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, aber na gut, wir haben sie jetzt halt. Potenzielles Verbrechen brauchen wir nicht. So, da haben wir einen Verbrecherkonvoi. Ich würde sagen, wenn wir aufs Fortschrittsrad schauen, haben wir de facto nur noch 6 Missionen zu tun. Das heißt, ich mache jetzt hier mal den Verbrecherkonvoi, dann da um die Ecke müssen, also da in der Richtung irgendwo müsste eine Person sein, die mit Menschenhandel zu tun hatte. Da hinten irgendwo liegt eine Waffenkiste. Eine Sehenswürdigkeit auch noch. Das heißt, ich schaue mal, dass ich hier diese Ecke ein bisschen ausclearre. Starte ich erstmal den Verbrecherkonvoi. Ein Drive-By-Shooting haben die also vor. Ich halte sie auf, bevor sie ankommen. Ach, herrje. Ein Drive-By. Da wollte ich hoch. Ich weiß selber nicht mal, wo ich lang will. So. Das ist ein Ziel wieder, der Verbrecherkonvoi, oder? Ein Ziel und ausschalten, na, das wird easy. Ja, also ab dafür. Da ist ein Dampfrohr. Das hilft uns beim Verfolger entkommen. Aber wir haben ja sowieso ein schnelles Auto. Ich glaube nicht, dass wir da allzu viele Probleme haben werden. Alter, der ist weitergefahren, der Kerl. Ruf die anderen! Schon dabei! Wir könnten Hilfe brauchen! Komm hin! Okay. Verfolger töten oder fliehen. Das kriegt man gerade noch so hin mit dem Teil von Auto. Gegner rauskriegen. Weil blöd, dass wir den Verbrecherkonvoi zuerst gemacht haben. Und dadurch weiß ich nicht mehr genau, wo wir am Anfang waren. Leck mich, wo ist der Kerl hin? Der kann nicht weit sein, seht euch um! Ich fahr erstmal hier lang. Ah. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Sehr nett, wie wir hier rausgekommen sind. So, jetzt ist die Frage. Wir sind natürlich komplett abseits von dem, wo wir eigentlich waren. Zumindest glaube ich das. Nö, nicht mal. Hier waren wir. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir hier die Ecke ein bisschen sauber kriegen. Fangen hier bei der Sehenswürdigkeit an und arbeiten uns durch. Aber das Auto, das ist echt eine schöne Düse hier. Netter Sportwagen. So, da vorne ist die Sehenswürdigkeit. Wahrscheinlich, ja. Geht's um den Brunnen, die Skulpturen, das Denkmal, was auch immer. Diesen klein angelegten Park hier, was auch immer das sein soll. Schauen wir mal. Hansen Park. Als der Chicago South Club sich ausbreitete, traf er unweigerlich auf Widerstand durch Chicago Outfit und andere Gangs aus den Randbezirken. Ein Racheakt fand in der Nähe dieses Parkes statt, und obwohl keine Einigkeit über die Details dieses Angriffs herrscht, also ob Chicago Outfit verantwortlich war und wie viele Clubmitglieder ums Leben kamen,
gab es nur einen Überlebenden. Was für ein Glückspilz. Oh. Gerade als ich die App zumachen wollte, geht sie von allein zu. Tja, passiert mal. So, da vorne ist ein Menschenhändler irgendwo. Den nehmen wir auch noch gleich mit. Ja, irgendwo da drin. Verdächtige Lieferungen. Volles Bankkonto. Ah, das sind wahrscheinlich Lieferungen. Aber ich hole mir erstmal den Typen hier. Den Bieter aus der Auktion. Schauen wir mal, wo der seinen Koffer gelagert hat. So, mal schauen wir mal, wo es hingehen soll. Ach du Schande, da komplett runter. Ich behalte es im Hinterkopf, aber ich nehme zuerst mal hier oben um die Ecke die CTOS-Einbruch mit. Dann schauen wir mal, ob wir zuerst die Waffenkisten in der Nähe machen. Oder wirklich runterfahren und den Koffer holen. So. Ach, ja. Hier waren wir wegen irgendwas anderem. Hier hatten wir irgendwas schon mal mitgenommen. Ich weiß gerade nicht was, aber ich habe noch gesehen, das war, oh Gott, das muss 50 Folgen her sein oder so. Da waren wir einmal hier oben, haben, ich glaube wegen der Hauptstory sogar irgendwas gemacht. Genau, ein CTOS-Turm. Genau, den Turm haben wir mitgenommen und haben dann gesagt, wir machen erstmal alle Türme. Deswegen wir sonst nichts gemacht haben hier. Und ich habe doch gesagt, au. Blumenzentrale, Status bitte. Hattest recht, ich wurde gehackt. Aber keine Sorge, ich habe für dich markiert. Hallo? Weg damit. Bitte wiederholen, die Verbindung ist schlecht. Sorry, ich habe nicht gesehen, dass da Verbindung zum Blumen stand. So. Genau, wir hatten einen CTOS-Turm hier, hatten dann erst, weil wir andere CTOS-Türme zu tun hatten, haben wir hier nichts weiter gemacht, aber hier gab es auch irgendwo einen CTOS-Kasten, das haben wir damals schon bemerkt. Und... Jo, genau, das ist dieser CTOS-Turm, den wir damals gehackt haben. Gott, das muss echt so 50 Folgen her sein oder so. So, jetzt ist die Frage... Wo ist dieser CTOS-Kasten? Genau. Hops und hops, einmal hier rüber. Und hier runter, dann hier wieder hoch. Und hier rüber, und da wieder runter, und da wieder hoch. So. Ah, der Kasten hängt hier drüben. Da komme ich aber gerade nicht ran, das heißt, ich werde wahrscheinlich außen rum müssen. Ich habe damals schon gesagt, das wird wahrscheinlich ein lustiges... Dächergehüpfe. Und danach sieht es gerade wirklich aus. Also schauen wir mal. Hier ist etwas versteckt. Oh ja. Schön auf allen Dächern wahrscheinlich. Okay, dann mal ran. Wir haben wirklich nicht viel Zeit dafür. Gut, am besten gehe ich in diese Richtung. Zunächst einmal. Da geht es noch ganz unten. Das sollte ich lieber lassen. So. Ups. Nummer 1 haben wir. Ups und... Ups. Jetzt bloß nicht runterfallen hier, ne? Das wäre ein bisschen doof, ne? Darf ich nachher noch laufen, bitte? Danke. Da kommen wir nicht rüber, oder? Nope. Nope, nope, nope. Ah, da hinten kommen wir raus. Assassin's Creed lässt grüßen. Mit dem wundervollen Dächergehüpfe. Da ist sogar eine Cashrun-Spur. Alter, Spur Cashrun hier oben. Also, obwohl wir Cashrun schon haben, ich glaube, das wäre nochmal richtig lustig.
Ja, hier hoch. Ein Kasten. Nächste dürfte gar nicht so weit weg sein, aber kurzer Weg, lang hinzukommen. Den sollten wir um einiges einfacher kriegen, den hier drüben. Iii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 
Ah, das ist ein Rätsel. Das war ja so ein Rätsel, das war nicht mal Speedhacking. Ah ja, der Koffer ist nur Mist von der Arbeit. Laut dieser Mail. Gut, dann würde ich sagen, wo müssen wir hin für die Hauptstory? Da müssen wir hin für die Hauptstory. Fahren wir noch schnell hier rüber und wir nehmen den Privatsphäreneinbruch unterwegs mit. Das Auto ist schnell genug, dass wir das schaffen unterwegs. So. Meine Güte, das ist eine echte Mühle, dieses Ding. Es gibt ein schöneres Auto, ja, der Luciano. Aber der hier ist auch nicht schlecht. Schön, dass mal nicht ruckelt. Bonk. Jetzt ist er nicht mehr ganz so schön, das Auto. Verbrechen erkannt, das brauchen wir nicht. So. Privatsphäreneinbruch. Müssen wir hier hacken oder profilen? Sieht nach Hacking aus, der Profile ist zumindest an. Jo. Hacking, und hier haben wir mal wieder ein... eine Time Bomb. Gut, was müssen wir machen? So rum, so rum. Jetzt Feuer, den aktivieren. Den da hoch. Was aber irgendwie nichts bringt. So, überlegen. Der muss nach da oben gestellt sein, damit das hier an ist. Zweifelsfall machen wir das Ganze so rum und kriegen es jetzt. Wie wär's damit? Okay. Sehr nice. Die Eier setzt ihm gegenüber, während ihre Freundin über ihn herzieht oder was auch immer. Naja. Ist Privatsphäre, eigentlich geht's uns nichts an. Wir müssen ja. Als ob uns sowas interessieren würde. Nein, nein. So, ich würde mal sagen, wir fahren rüber zur Hauptstory, machen dort weiter. Aber nicht heute, sondern, na, ihr dürft gerne mal raten, genau in der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Bis dahin, ciao, ciao.